Ja, wir spielen heute 60 Seconds. Wir fangen direkt mal ein neues Spiel an. Vielleicht kennt man das Spiel nicht, vielleicht kennt man es. Gronkh-Zuschauer werden es vielleicht kennen. Ein großartiges Spiel, ja? Ein innovatives Spiel, wie ich solche auch liebe. Gerade so, na, ich liste ja mal nicht auf, aber vielleicht kommt da auch was. Vielleicht eher in einem Livestream, aber das ist momentan eh so ein Thema bei mir. So, wir haben 60 Sekunden Zeit, um uns alles herauszusuchen, was wir in der Apokalypse denn brauchen könnten. Denn in 60 Sekunden, also gleich wenn die Uhr richtig anfängt, wird die Welt untergehen. Ja, da kommt es zum Fallout. Da rastet die Bombe aus und wir haben 60 Sekunden Zeit, um alles mitzunehmen, was wir brauchen. Oder was halt geht. So, okay, alles da rein. Wir haben nur vier Hände. Moment, was? So, den Timmy brauchen wir. So ein Kopf, so ein Radio ist auch nicht schlecht. Für später. Denn, wie auch in Fallout, die Kontaktquelle der Apokalypse. So, ein Gewehr darf natürlich auch nicht fehlen. Da hinten war noch eine Gasmaske. Die ist wichtig. Oder haben wir die schon? Die haben wir schon. So, komm mal mit, Fettsack. Meine Axt können wir nicht mitnehmen. Okay. Okay. Ein Koffer wäre auch ganz geil. Heil. Insektenspray, Leute. Was braucht die Apokalypse? Und. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Die Zeit schwindet. Den Kasten will ich noch haben. So. Oh. Und essen. So. Das war ein knappes Ding. Das war ein knappes Ding. Mal schauen, was wir noch im Keller haben. Beziehungsweise im Bunker noch für Platz ausgeschöpft haben in normalen Lebzeiten. So, alle haben es geschafft. Gasmaske da, trinken da, essen. Ah, Essen ein bisschen begrenzt. Uiuiuiui. Wir sind an Tag 1. Wir haben im letzten Moment die Bunkertür geschlossen. Danach kam es zur Explosion. Wir hatten Glück, es wird klappen. Wir sind alle am Leben und können zusammen weitermachen. Wir haben gehört, dass die Dosensuppe schmackhaft und nahrhaft sei. Als wir die Bunkertür aufgemacht hatten, fiel uns sofort auf, dass manche Fächer mit einigen Sachen gefüllt sind. Wir wissen nicht, wer und wann diese Sachen da hinten gelegt. Und wann diese Sachen da hingelegt hat? Okay, gute Übersetzung. Aber sie werden für uns bestimmt brauchbar sein. Das glaube ich nämlich auch. Die Regale unseres Bunkers sind gefüllt mit Dosen. Wir werden von den Dosen essen, wir werden auf ihnen schlafen und wir werden mit ihnen sprechen. Manche von uns machen es schon. Wir haben reichlich Wasser, deshalb müssen wir uns darum keine Sorgen machen. Und eine Karte war hier noch. Das ist natürlich schön in Kombination mit dem Radio. So, hier können wir natürlich rationieren. Wichtige Sache, aber noch nicht jetzt, denn euch geht's doch noch allen ganz gut. Wenn wir nur von hier rausgehen könnten, würden wir es ohne zu zögern tun. Im leeren Bunker mit eingeschränkten Vorräten zu sitzen, treibt uns in den Wahnsinn. Das würde mich, glaube ich, auch. Vor allem in so einem begrenzten Bunker, wenn du schaust in Fallout zum Beispiel, da ist das schon. Okay, das ist auch die Zukunft. So, na gut, es ist viel besser hier unten sicher, als dort oben tot zu sein. Mary Jane bleibt gut gelaunt, Timmy ist brav, die Frage ist, wie lange er so durchhält. Angesichts der schwierigen Lage ist Dolores ziemlich ruhig. Ted sagt, dass wir uns um ihn keine Sorgen machen müssen, ihm geht es gut. Na, das ist doch ein schöner zweiter Tag. Dann braucht ihr natürlich auch nichts zum Phrasen. Und wir können jemanden auf Expedition schicken. Das ist ja ein Träumchen. Wem geht's denn super? Hey, Ted ist auf jeden Fall motiviert. Aber ich glaube Timmy, der Kleine. Ja, der ist ein richtiger Motherfucker, seht ihr es? Ah, gute Nachrichten. Die Regierung hat gerade bekannt gegeben, dass die mit Lebensmitteln gefüllten Kisten in der Nähe abgeworfen werden. Endlich machen die Politiker etwas Nützliches. Wir sollten die Kisten so schnell wie möglich holen. Es wäre gut, Schutzkleidung anzuziehen. Das fände ich auch eine gute Idee. Dann machen wir das gerade mal. Wir haben ja zum Glück die Gasmaske. So, Tag 3. Unser Ted wird gleich rausgeschickt. Oh, während der Suche wurde unsere Gasmaske beschädigt. Jawohl. Wir müssen in der Zukunft darauf achten, den von Himmel fallenden Kisten nicht im Weg zu stehen. Es wurden zwar nicht viele Kisten abgeworfen, aber einige von ihnen enthalten Gegenstände und Vorräte, die sich sicherlich als sehr nützlich erweisen. Am meisten haben uns die Wasserflaschen und Lebensmittel gefreut. Einen Moment lang hofften wir, es wäre Fleischkonserven, doch schnell zeigte sich,
dass es nur Tomatensuppe ist. Jetzt vermuten wir, dass die ganze Wirtschaft einmal dank Tomatensuppe funktioniert hat. Wer hätte so etwas gedacht? Gut, noch mehr trinken haben wir zum Glück nicht, Kappa. Essen kommt aber ganz gelegen. So, haben wir irgendwo Wasser? Mary Jane ist durstig. Timmy ist durstig, Dolores ist durstig und Ted ist durstig. Dann geben wir euch mal die erste Flasche Wasser. Davon haben wir ja genug. So, Ted können wir leider keine Gasmaske mitnehmen. Das ist echt minderwertig. Ich überlege mir überhaupt irgendwas mitzunehmen. Oder was? Wenn was? Komm, ich gebe mir mal eine Karte mit. Das ist, glaube ich, gar nicht so dämlich. Ich hoffe, die überlebt das. Das wäre nicht schlecht. Ja, das fände ich super. So, Mary Jane ist nicht besorgt oder zumindest zeigt sie es nicht. Wie ein echter Pfadfinder kommt Timmy in jeder Situation zurecht. Heute hat er sogar gute Laune. Angesichts der schwierigen Lage ist Dolores ziemlich ruhig und Ted ist nach oben gegangen. Okay, euch geht's also recht gut. Ihr braucht nichts und seid glücklich. Wunschlos, ja? Wunschlos. Was gibt es denn noch Schöneres, als in einem Bunker festzuhängen, während oben die Welt unterging bzw. bereits untergegangen ist? Es ist nicht leicht, unter solchen Umständen Ruhe zu bewahren. Lasst uns hoffen, dass wir es schaffen, weil sonst werden wir uns wohl wie Wölfe verhalten, das Gesetz des Dschungels. So ist es. So ist es, oder so würde es sein. Tag 5 eilt herbei. Wir müssen uns dieses dunklen Gedanke entledigen und etwas Optimismus in unserem Leben und unser Leben bringen. Mary Jane fühlt sich heute wohl. Hoffentlich wird es so bleiben. Wie ein echter Pfadfinder kommt Timmy immer noch zurecht und... Okay. Euch geht's also allen gut. Unter der Erde verliert man sehr leicht das Zeitgefühl. Doch wir haben nicht vergessen, dass Timmy heute Geburtstag hat. Er wünscht sich, er wächst wie verrückt. Wir sollten ihm ein schönes Geschenk machen, so eins, von dem jeder Junge in diesem Alter träumt. Moment, wie alt ist er eigentlich? Ja, ich träume auch schon von einem Erste-Hilfe-Kasten, seitdem ich ein kleiner Junge war. Zum Geburtstag, so ein Erste-Hilfe-Kasten, also das wäre ja besser als Socken. Das geben wir natürlich nicht zum fucking Geburtstag, Mann. Was sind wir denn, ja? Was ist das? Gibt's wichtigere Dinge als ein Geburtstag für diesen Verbandskasten, ja? Saß. Okay, es ist Zeit, erwachsen zu werden, Timmy. Wir sind nicht mehr die Kansas und es gibt keinen Weihnachtsmann. Mary Jane ist durstig, Timmy ist durstig, alle sind durstig. Ted ist natürlich nicht da, aber ich glaube, der kommt noch. Ich hoffe es. Es gibt keine größere Überraschung als das Klopfen an der Tür des Bunkers. Wer könnte das sein? Sollten wir es überprüfen und dabei unser Leben aufs Spiel setzen? Das hört sich gut an. Werden wir die Tür öffnen? Das ist eine gute Frage. Okay, warten Sie mal. Ich werde meinen Berater zur Stelle nehmen. Das ist nämlich eine wichtige Sache. Jo, du fescher Boy. Jo, ciao. Ich hätte eine Frage, ne? Also, ja. Pass auf, da ist ein Klopfen an der Tür des... Es geht nicht ums Video, weil ich dir, oder was du mir geschickt hast, oder? Nein. Okay, das ist schon mal gut. Okay, pass auf, es gibt keine größere Überraschung als das Klopfen an der Tür des Bunkers, richtig? Und, ich weiß aber nicht, wer das ist. Also, soll ich es überprüfen, dabei mein Leben aufs Spiel setzen, oder... Also, soll ich die Tür aufmachen, oder nicht? Lass er rein, am besten. Okay, mach ich. Danke. Bist denn der okay, fick die Henne, ne? Ich möchte wissen, was passiert. Sass. Hört! Mein Berater sagt ja. Das ist bestimmt auch super im Livestream. Ich glaube, wenn ihr davon mal Bock habt, dann spiele ich es auf jeden Fall mal im Livestream und dann könnt ihr mitentscheiden. Da kommt das natürlich auch auf YouTube. So. Okay, eine Gruppe von Reisenden, die Gasmasken getragen und seriös aussehende technische Geräte mitgeführt hatten, schenkten uns einen kleinen Vorrat an gefiltertem Wasser. Sie kehrten um und verließen uns. Jetzt schreibt mir ciao. Ehe wir uns bedanken konnten. Mary Jane ist hungrig, ja, ist sie immer. So, Timmy ist brav, lala. Allen geht's gut, außer... Okay, Dolores und... Ja, die Weiber wollen essen. Oh ja, diese schreckliche Stille wird immer langweiliger als wir. Und wir, wie jede glückliche Vorzeigefamilie, haben nicht so viele Gesprächsthemen.
können wir etwas dagegen tun, egal was. Auf jeden Fall Radio hören. Es ist keine schlechte Devise. Ich frage mich, ob da noch Musik läuft. Fallout-Style. Und mir macht es ein bisschen Sorgen, dass Ted gerade nicht kommt. Der könnte, glaube ich, mal zurückkommen. Glaube ich. Wer, glaube ich, gar nicht. Ich glaube. Ach, zum Glück haben wir das Radio mitgenommen. Wir können Musik hören. Sie spielen immer irgendwelche Musik, nicht wahr? Mary Jane hat keine Probleme bereitet und die Probleme haben es nicht gewagt, ihr über den Weg zu laufen. Ja, würde ich mich auch nicht... So, unser Leben ist kein Märchen, aber Dolores hat halt gute Laune. Timmy hat Hunger. Großen Hunger sogar. Der kleine Mann hat einen großen Hunger. Ach, warte. Wen habe ich denn jetzt rausgeschickt? Ted oder Timmy? Ha. Habe ich Ted rausgeschickt? Ich wollte Timmy rausschicken, ne? Jetzt habe ich Ted rausgeschickt. Da. Einige Zeit ist vergangen und wir wissen nicht, was an der Oberfläche ist. Wir hoffen, eine Radiosendung zu empfangen, um etwas mehr zu erfahren. Jetzt machen sie es kaputt, ich sag's euch. Aber ich believe, ja? Ich believe, vielleicht findet man raus, was hier passiert. Das Radio ist noch ganz. So, Ted ist wieder da. Ted ist nicht krank. Das ist gut. Das ist verdammt gut, weil ohne Gasmaske draußen in der Apokalypse. Gut. Map ist auch noch da. Summer, hier, du warst ja gar nicht mal so schlecht. Okay. Ah, wir haben es geschafft, ein schwaches Signal zu empfangen und unser Radio auf die Frequenz mit den Regierungsnachrichten einzustellen. Unglaublich. Endlich gute Nachrichten. Die radioaktive Verseuchung ist schwächer geworden und die Expedition, natürlich mit K, weil jeder weiß, das schreibt man mit K, ja, an die Oberfläche werden viel sicherer. Das ist gut, das gefällt mir. Vielleicht ist das auch mit Grund, dass wir nicht krank sind von der Oberfläche, beziehungsweise Ted nicht krank ist von der Oberfläche. Ted ist von seiner Expedition wohlbehalten zurückgekehrt, hat die Karte mitgenommen. Der örtliche Supermarkt könnte sicherer Zufluchtsort gelten. Okay, die Übersetzung ist ein bisschen mangelhaft. Aber die Räuberbande kam leider auf die gleiche Idee und dort ihr neues Zuhause eingerichtet. Diese Gauner sind bis an die Zähne bewaffnet und fähig, die ganze Umgebung zu terrorisieren. Die Aneignung ihrer Vorräte wäre ein Akt der Gerechtigkeit. Über eine auf dem Boden rollende Taschenlampe zu stolpern, ist eine geeignete Möglichkeit, sich den Hals zu brechen. Beinahe hätten wir das ausprobieren können. Es ist erstaunlich, dass keiner diesen Lärm gehört hat, der dadurch ausgelöst wurde. Aber wir haben eine Taschenlampe, das ist gut. Ich mag Taschenlampen, ja? Da kann man da ja ein paar Signale senden, ja? So. Jeder muss trinken, Mary Jane auch. Haben wir Wasser? Wir haben einen Haufen Wasser. Ted hat Hunger, der Rest hat Durst. Dann gönnt euch mal. So. Okay, Expedition. Du, mein Freund, ja? Oder Mary Jane? Na, Mary Jane vermasselt's, wie immer. So, zum Teufel. Gerade haben wir uns daran erinnert, dass wir in 2 Monaten eine Reise in den Süden geplant haben. Wenn dort noch nicht alles zerstört wurde, dann ist der Ausflug immer noch aktuell, oder? Wir haben nicht den Eindruck, dass jemand die warmen Länder bombardieren wollte. Ja, schönes Land, wa? Bombardiere ich nicht. Nein, niemals. Wenn dann nur die hässlichen Gebiete. So. Das Schmieden von langfristigen Plänen ist normalerweise keine dumme Idee, aber im Moment ist die Frage, wie wir die Wasservorräte aufteilen sollen, wesentlich interessanter. Also ich finde, wir haben genug. Wir haben ganz so... Was ist das? Bottich? Keine Ahnung. Mary Jane sagt, dass es ihr gut geht und sie nicht braucht. Timmy scheint okay zu sein. Und, okay. Ted hat wieder Hunger, sonst ist alles in Ordnung. Vorräte sind eigentlich auch noch stabil. Wir schicken mal Timmy raus. Wir haben keinen Koffer mitgenommen. Verdammt, Koffer ist gut. Ha, was geben wir dem Kleinen mit? So ein Gewehr für den Kleinen. Ich weiß nicht. Komm, Insektenspray, das braucht der Boy. Das braucht er sowas von. Insektenspray ist wichtig, ne? Wichtig. Damit kriegst du alles kaputt. So, Mary Jane ist nicht besorgt oder zumindest zeigt sie es nicht. Timmy hat den Mucke verlassen. Da. Ted hat Hunger, Ted ist durstig, sonst geht's allen. Super, Pupa, die Duper, Mupa, Hupa. So, warum sollen wir das Video keinen Gebrauch machen? Macht ihr doch die ganze Zeit. Vielleicht sogar sendet jemand jetzt etwas Wichtigeres. Als die Stille, welche hier im Bunker vor sich geht. Immerhin seid ihr alleine. Noch.
Nichts, nichts und wieder nichts. Wir haben nichts außer diese irritierenden Störgeräusche gehört. Vielleicht werden wir nächstes Mal mehr Glück haben. Haben wir irgendwo Wasser? Mary Jane braucht Wasser. Dolores braucht Wasser. Oh ja. Die Weiber brauchen Wasser. So. Oioioi, jetzt gibt's hier Krawall. Wir sind nicht alleine. Ja, ich habe eben noch angedeutet. Wir sind noch alleine. Jetzt nicht mehr. Es gibt hier eine riesige, zottelige Kaninchenbestie. Natürlich. Die sich in einem der Röhre zu verstecken scheint. Manchmal steckt sie ihren Kopf aus und schaut gierig auf unsere armseligen Vorräte. Wir können es nicht zulassen, dass diese Bestie sich daran bedient. Wir können es nicht zulassen, dass sie hier ist, wenn wir schlafen. Das sehe ich genauso. So eine Kaninchenbestie, das klingt schon furchterregend, ja? Aber, wenn ihr wissen wollt, für was ich mich hier entscheide und ja, wie das Ganze weitergeht, müsst ihr wohl leider den zweiten Part schauen. Also ich weiß auch nicht, das ist verzwickte Lage, ne? Also in dem Sinne, ciao.